Is who's back, ihr Lieben. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe mir ein kleines Kerzchen hier angemacht. Und ja, eine Duftkerze. Die riecht wirklich gut. Und habe, wie ihr vielleicht seht, aufgeräumt. Ja, es sieht sauberer aus. Tada! Ja, sieht einfach schöner aus im Video. Wir machen heute Notlichter mit Chip Sapphire, Wild Violet, glaube ich, genau, und Black Soot. Ja, genau, die drei Farben. Das Teil nehmen wir auch dazu, finde ich total toll. Da könnt ihr eure Pinsel reintun. Also ich habe das sehr, sehr gern. Ich finde das sehr praktisch. Ich suche mir jetzt meine Pinsel zusammen und dann legen wir los. Wir fangen zuerst mit dem Lilanen an, also mit dem Violet. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ist ja auch wurscht, das Lilane. Und im Prinzip könnt ihr das eigentlich machen, wie ihr wollt. Also ich fange immer links an und ziehe dann so eine Arme raus. Also ist schlecht zu erklären. Ihr seht ja, was ich da mache. Ne? Vorneweg, beziehungsweise vorab, wie auch immer. Das sieht am Anfang komisch aus. Macht mal bitte weiter. Die Distressed Oxides, da werde ich auch mal nochmal ein gesondertes Video machen. Ach, ich möchte so viel machen. Mir fehlt immer die Zeit. Die müssen wirklich wirken. Das habe ich schon mal gesagt. Genau, das nehme ich mir als Schutz, damit ich meine Finger nicht dreckig mache und auch nicht da reinpatsche. Denn die Farbe ist ja noch relativ nass. Lasst euch da nicht beirren. Die Farbe muss wirken. Ja, das sind ja Distressed Oxides. Man kann sagen, die oxidieren halt eben mit der Luft, an der Luft. Ne? Die reagieren mit Wasser, die reagieren aber auch mit der Luft zusammen und brauchen eine Weile. Die verändern sich auf eurem Papier. Also euer Hintergrund sieht später irgendwann, wenn ihr da 5 Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde wartet, sieht ja nochmal ganz anders aus, als wie wenn ihr den wischt. Ach ja, genau, und haltet immer euren Platz sauber. Also das kann ich euch nur ans Herz legen. Ich habe da leider schon böse Überraschungen gehabt. Weil, wenn ihr dann die Farbe reinzieht, ne, es kommt ja immer was auf die Platte, dann kann es sein, dass ihr euch die andere Farbe, mit der ihr vorher gewischt habt, mit reinzieht. Und das ist da meistens sehr, sehr ärgerlich. Also ihr seht, ich bin jetzt von links hochgegangen mit dem Lilanen. Und ich gehe dann halt eben mit dem Chip Sapphire quasi in diese Ecken rein. Also in diese leeren Taschen, sag ich mal. Ich weiß nicht, wie ich es benennen soll. Ihr seht das ja, ne? Also das, was da leer ist, diese Einbuchtungen, mache ich mit dem Blau voll. Genau. Ich musste eine Pause machen. Das habt ihr... Ne, jetzt sieht man es, glaube ich, ja. Die Farbe ist nämlich so gut wie leer und da fällt mir das Verblenden immer äußerst schwer. Ja, genau. Also ich... Ach, das strengt immer so an, Leute. Ja. Und da an der Seite gehe ich auch noch ein bisschen lang. Und dann kommt das Schwarz ins Spiel. Aber erstmal verblende ich jetzt hin und her. Und da ist es wichtig, also... Das ist einfach nur ein Tipp von mir. Ihr könnt das machen, wie ihr möchtet. Das ist ja nur, wie ich das für richtig finde, wie ich das mache. Und das sind nur Tipps, die ich euch gebe. Ja, auch wenn ich sage, macht das so, das sind nur Tipps. Putzt euren Pinsel ab, das rate ich euch. Sonst zieht ihr die andere Farbe mit in die nächste Farbe rein. Ne?
wenn ihr da immer wieder hin und her geht. Genau, und ich blende jetzt einfach nur hin und her. Und jetzt nehme ich mir quasi mein Schwarz und gehe ringsherum. Weil das, ja, gibt nochmal so dieses Nachtfeeling, finde ich, ne? Und dann verblende ich auch nochmal mit dem Lila. Und ihr seht, das sieht ja jetzt komisch aus, ne? Sieht aus wie so ein E. Und jetzt verblende ich das quasi so lange, bis ich zufrieden bin. Gehe immer vor und zurück mit Lila, Blau, Schwarz. Bis das alles richtig schön miteinander verschmolzen ist. Und wie gesagt, die Farbe reagiert nochmal an der Luft. Ja, jetzt habe ich nur geguckt, ob es mit der Kerze irgendwie verfälscht durch die Kamera, weil das, ich weiß nicht, in der Kamera einfach manchmal. Oh, Leute, ich bin erkältet, entschuldigt bitte. Ich habe unglaublich Halsschmerzen. Also ich hoffe, ihr versteht mich gut. Es verfälscht einfach manchmal. Ich merke das auch beim Kolorieren. Ich weiß nicht, ob mein Licht da vielleicht nicht so ganz so gut ist. Aber irgendwie verfälscht das manchmal. Naja. Gebt niemals auf. Ich sage immer wieder, bringt das bitte zu Ende. Ihr habt dann am Ende so tolle Projekte, Sachen, Werke, wie auch immer. Und manchmal am Anfang denkt man, meine Güte, was mache ich hier gerade? Was wird das, ne? Bringt es zu Ende. Ich sage es euch immer wieder. Macht weiter. So, unten möchte ich jetzt Bäume haben. Ich weiß nicht mehr, woher diese Stanze ist. Also wer das weiß, schreibt es gerne mal in die Kommentare, ihr Lieben. Ihr könnt mir ja übrigens mal wieder reinschreiben, was ihr als nächstes sehen wollt für ein Video. Genau, die stanze ich mir jetzt aus schwarzem Cardstock aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt werden die noch aufgeklebt. Der Aufleger ist übrigens von Impronte der Autore, mein größter Aufleger, den ich habe. Ich finde den ganz, 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 ganz toll. Und jetzt schaut euch mal den Hintergrund an. Das ist doch schon ein ganz, 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 ganz anderes Bild, als wir vorher hatten, ne? Vorher sah das so komisch aus. Und jetzt ist es schon wieder eine ganz andere Sache. Und jetzt nehme ich mal ein ganz einfaches Deckweiß und nochmal das von Lawn Fawn. Und naja, dann wird es, wie soll ich sagen, wir machen jetzt ein Nachthimmel draus. Ja, das ist ganz einfache Deckweißfarbe, die ich da genommen habe aus einem Kasten. Und jetzt zaubern wir Sterne. Oder es kann Schnee sein, weil ich das ja auch über die Bäume gemacht habe. Also, oder Sterne. Und Schnee. Na? Das sieht so unglaublich schön aus, oder? Also ich finde das, ohne, ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ohne jetzt irgendwie mich da zu loben. Ich finde das ein ganz, ganz, das ist ein ganz, ganz toller Hintergrund. Was mich nur stört ist, also ich brauche unbedingt ein richtiges denkendes Weiß. Wenn ihr da eins habt, sagt mir doch mal bitte Bescheid. Denn sowohl das Deckweiß als auch das hier von Lawn Fawn, das bleibt leider nicht so richtig weiß. Seht ihr das? Am Anfang ist es weiß und dann leider gar nicht mehr. Ja. Das nimmt das Lila irgendwie auf und ja, schade.
So, hier seht ihr meine ganzen kolorierten Sachen, das sind wirklich so viele. Und hier habe ich jetzt geschaut, welches Tierchen könnte ich denn da draufsetzen? Das Pegasus ist süß, hat mir aber dann letzten Endes nicht so gefallen. Das von Impronte auch nicht. Aber dann habe ich etwas gefunden, was mir recht gut gefallen hat. Und zwar habe ich mir von Lawn Fawn die Fledermaus geschnappt. Ja, ich fand die so, 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 so putzig, ihr Lieben. Ach, ich kann mich da ja immer nicht so satt sehen. Ja, hier sind, seht ihr noch, meine ganzen kolorierten Sachen. Ich setze mich auch mal abends hin und koloriere. Ja, oder ja, spät abends eigentlich, wenn ich noch ein bisschen Lust habe. Oder nicht schlafen kann oder wie auch immer. Und genau. Total süß. Also Lawn Fawn ist, ja. Ja, ihr Lieben. Das ist nicht mehr viel vom Video, aber ich verabschiede mich schon mal und spiele euch für den Rest etwas Musik ein. Es ist ja echt nicht mehr viel. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Wenn nicht, arbeite ich einfach meine Liste ab. Und Küsschen aufs Nüsschen. Dankeschön für eure Unterstützung auf diesem Kanal. Er wächst und wächst und wächst. Und auch die lieben, ja, die lieben Nachrichten, die ich immer bekomme. Vielen, vielen lieben Dank. Die sind übrigens sehr, sehr toll, die Streifen. Da habe ich echt einen ganz schönen Packen da, weil ich die absolut liebe. Ja. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.